Ja, hallo zu einem weiteren Webcast. Heute will ich gerade was aus der Praxis zeigen, ein kleines bisschen zum Thema Clean Code und Domain Driven Design. Und zwar hat mich ein Bekannter von der SAP-Lösungen schreibt angesprochen, dass er sich am Überlegen ist, wie sie folgendes Szenario abbilden. Also ich schilder gerade mal, was er mir in der E-Mail gesagt hatte. Wir haben eine Entität, beispielsweise eine Liste von Aktivitäten. Diese Entität filtert abhängig vom angemeldeten Benutzer einige Aktivitäten und liefert den Rest an den Aufrufer zurück. Der Filtermechanismus und die eigentliche Liste sind auf zwei Klassen aufgeteilt, die beide dasselbe Interface implementieren. Beide Klassen hängen nun in Form einer Aufrufhierarchie voneinander ab und sind in Reihe geschaltet, in Klammer Decorator. Der Filtermechanismus hat Abhängigkeiten zu einem zu einer Datenbankzugriffsklasse. So, und jetzt war die Frage, wie man das macht, zum Beispiel mit IOC, wobei es für SAP jetzt keine IOC-Container gibt. Die haben das so selber eine kleine Lösung geschrieben. Und wie ich das am sinnvollsten machen würde. Er hat auch noch geschrieben, ob es nicht geschickter wäre, auf die Klasse das Prototype-Pattern anzuwenden und über den IOC auflösen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, das passt für mich alles nicht. Mein Vorschlag wäre der folgende. Entschuldigung, den möchte ich jetzt hier ganz kurz vorstellen. Und zwar gibt es eine Klasse Activities. Und diese bekommt beim Instanzieren über den Konstruktor vom Typ IEnumerable Activity eine Liste von Aktivitäten reingereicht. Schauen wir uns ganz kurz so eine Aktivität an. Ich habe das jetzt einfach irgendein Pseudo-Code genommen. Ja, jede Aktivität hat einen Namen und ein Sicherheitsmerkmal, welche man auch im Konstruktor übergeben muss. Dann, man kann noch so kleine Validierung, damit eben das Objekt nur in einem gültigen Zustand instanziert wird, was ja auch die Aufgabe des Konstruktors ist. Wäre beispielsweise, dass der Name halt nicht leer ist und dass das Level nicht kleiner 1 sein kann, weil per Policy ist eigentlich das Level nie kleiner 1. Hier könnte man jetzt natürlich auch noch das schöner machen, da es sich wahrscheinlich um eine Geschäftsanforderung handelt, dass das Level nie kleiner 1 sein kann, könnte man das vielleicht in eine Policy auslagern. Aber nur mal so ein Sample zu schreiben hat es gereicht. Und ja, also so eine Liste von Aktivitäten gibt man hier rein. Auch hier habe ich wieder so eine Validierung kurz, dass die Liste nicht null ist und dass er auch Objekte, ja, Activities enthält. So, und was ich jetzt mache hier in dem Ganzen, hoppla, das war nicht so vorgesehen. Keine Ahnung, was jetzt, ob ich meine Shortcuts gerade verstellt habe. Und zwar bietet diese Klasse lediglich den Konstruktor und nach außen hin eine Methode ApplyFilter, die ein Filterobjekt vom Typ IFilterActivities erwartet. Zusätzlich wird nach außen hin, Entschuldigung, eine Enumerable of Activity Property mit dem Namen Available Activities gegeben. Die ist read-only und greift auf ein Backend-Field hier zurück. Und ich halte immer noch original, auch privat und zusätzlich read-only meine Aktivitäten in Form von einer Liste. Ja, also ich habe hier unterschiedliche Typen. Sprich, nach außen werde ich das Ganze als IEnumerable von Activity zur Verfügung stellen. Intern halte ich das Ganze mit einer Liste. Da könnte man auch jetzt Datenbank Zugriffe machen oder das in der Textdatei wegspeichern oder. Aber nach außen ist das eben anders. So, und der Filter im Prinzip, das Objekt, was hier reingegeben wird, das hat immer die Methode on und erwartet dann eine Liste von Activities und ja, damit wird eben die interne Liste, die ich halte, also die komplette Activities-Liste, auf diese wird dann dieser Filter, der hier reingereicht wird, angewandt. Und wird dann eben diese nach außen hin verfügbare Liste angepasst. So, jetzt schauen wir uns mal noch so einen Filter an oder erstmal das Interface, IFilterActivities. Das könnte man schöner machen, aber man muss daran denken, das muss auch mit SAP realisierbar sein. Ja? Man könnte auch eine Lambda-Expression übergeben oder. Aber es soll auch mit SAP realisierbar sein.
Und jetzt ist hier das Interface, also reicht eine Methode. Ich habe jetzt einfach mal zwei Filter erstellt. Das eine wäre der Level-Filter und das andere wäre der Name-Filter, weil ja unsere Activity-Klasse nur diese zwei Properties hat. Und ja, im Konstruktor erwartet der Filter dann eben den Wert, der für seinen Filter relevant ist. Und dann habe ich hier die Implementierung der Methode und gut ist. So, und das Ganze hier nochmal kurz in der Activities-Liste wird eben der Filter dann hier auf die interne Datenstruktur angewandt. Und jetzt Aufruf, dass man sich das Ganze mal vorstellen kann. Stellen folgende Aktivitäten zur Verfügung. Eine Aktivität mit Lesen und Sicherheitsstufe 1, eine mit Schreiben, Sicherheitsstufe 2 und die dritte mit Löschen und Sicherheitsstufe 3. So, verfügbare Filter, wähle Filter. Und jetzt machen wir zum Beispiel mal den zweiten Filter, den Level-Filter, wenn man quasi so eine Art Berechtigungsgeschichte implementieren will. Und der Level-Filter erwartet jetzt natürlich ein Level, was ich angeben muss, was dann eben in diesen Konstruktor reingereicht wird. Und jetzt sagen wir mal, ich möchte mir alle Aktivitäten mit der Sicherheitsstufe 2 oder größer anzeigen lassen. Also gebe ich hier mal 2 an. Das heißt, diese erste hier müsste rausfliegen. So, schauen wir uns das an. Stehen folgende Aktivitäten zur Verfügung. Hier ist also schon quasi das Ganze gefiltert. Ja. Und also ich habe das hier einfach in so einer kleinen Konsolen-App. Hier habe ich mir diese Enumerable-Liste erzeugt. Habe dann diese mal ausgegeben, Show Available Activities. Und bin dann hergegangen und habe den Filter abgefragt. Also das war jetzt hier die Anzeige. So, und wenn man jetzt hier beispielsweise den Filter 2 wählt, also das entspricht unserem Level-Filter, wie wir hier sehen, dann mache ich nichts anderes, wie ich erstelle hier ein Filterobjekt vom Typ iFilterActivities, New Level Filter und übergebe eben das Level, was der Anwender eingegeben hat. Und dann tue ich das auf meine vorhandene oder auf mein vorhandenes Activities-Objekt durch diesen Filter anwenden. Ja. Welche Vorteile hat das? Also die ganzen Verantwortlichkeiten sind klar getrennt. Jedes Objekt kümmert sich wirklich nur um das, wo es für selber zuständig ist. Es ist sehr gut erweiterbar, sehr einfach erweiterbar. Es muss kein bestehender Code angefasst werden, um jetzt beispielsweise weitere Filter zu etablieren. Also dann geht man einfach her, würde jetzt einen dritten Filter nehmen. Mache ich kurz schnell. Nehmen wir es mal beispielsweise. Ich mache jetzt einfach Name 2. Oder ne, Rolle vielleicht, genau. Machen wir Role Filter. Und jetzt kriegt halt ein Activity von mir aus noch Rollen. Was ich jetzt der Einfachheit halber auch einfach als Int bereitstelle. Natürlich muss man seine Daten hier, die Activity jetzt in dem Fall anpassen, klar. Könnte man auch weglassen im Konstruktor, dann kann man auch die Properties direkt setzen. Es kommt jetzt auf die Modalitäten an, wie man das bei sich einbindet. Wenn es halt von anderen auch erzeugt werden kann, dann soll es natürlich gültig erzeugt werden und so weiter und so fort. Role. Und so. Jetzt sieht das Ganze gut aus. Ich denke, das passt soweit. Ich habe es nur kurz überflogen. Und jetzt wende ich diesen Filter an, iFilter Activities. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja. Mach das mal kurz noch public, auch internal wird auch reichen natürlich. Und hier kriege ich wieder meine Activities.where a.role. Jetzt habe ich natürlich eines vergessen. Da brauchen wir auch einen Wert, den man wieder über den Konstruktor abruft. Int Value oder Role. So. Hier machen wir ihn gleich. Hoppla. So, und so habe ich einen neuen Filter reingebracht, ohne jetzt irgendwo in der Logik noch was anpassen zu müssen. Klar, ich müsste jetzt hier das abfragen, aber wie gesagt, es kommt jetzt natürlich darauf an, wo man das wie was einsetzt. Hier müsste ich jetzt, machen wir mal hier von mir aus 0 und hier machen wir 5
Hier machen wir 7 für die Rollen. Können es aus der Datenbank, wie gesagt, sein. Aber an und für sich muss ich meine Activities überhaupt nicht anpassen, weil an der Geschichte ändert sich ja eigentlich auch gar nichts. Ja? Nur weil ich jetzt mehr Filtermöglichkeiten habe, will ich nicht meine bestehende Activities-Liste anfassen müssen. Das ist einfach nicht sinngemäß, zweckgemäß. Auch nach den ganzen Prinzipien wie Separation of Concerns und Open-Close-Principle. Wichtig eben, jedes Objekt gewährleistet, dass es selbst die interne Datenstruktur valide hält. Business-Logik, das geht jetzt von der gängigen Lehre ab, wie man sie eventuell in diversen Büchern liest. Auch darüber habe ich schon öfters mit Kollegen diskutiert. Aber Business-Logik würde ich außerhalb lagern und würde es mir über den IOC reinreichen lassen. Also meinetwegen, wenn irgendwelche Rechnungen gemacht werden müssten, passt jetzt in diesem Fall nicht. Aber auf jeden Fall, wenn es eben nicht zu den internen Mechanismen gehört, die sicherstellen, dass Datenstruktur valide bleibt. Dann würde ich mir das noch über den Konstruktor oder vielleicht über Property Injection reinreichen lassen und würde dann gegebenenfalls noch Business Logik aufrufen. Aber in diesem konkreten Fall jetzt geht es eigentlich nur darum, dass jedes Objekt seine Daten selbst hält, von außen nur das einsehbar und setzbar ist, was unbedingt notwendig und auch nicht ungültiges gesetzt werden kann. Und ja, von daher entspricht das eigentlich schon, denke ich, recht gut so den gängigen Prinzipien, die man einhalten soll. Und das war dann eben auch mein Vorschlag, den ich an einen Kollegen bei SAP weitergegeben habe, der das so im Prinzip nahezu komplett umsetzen kann. Wie gesagt, man könnte jetzt noch ein paar schöne Sachen mit reinmachen von mir als Lambda-Expressions und so weiter und so fort. Aber darauf war in diesem Fall zu verzichten.